Herzlich willkommen zu diesem Video. Für die Uni musste ich ein Kurzreferat über Otto von Freising halten. Und nach ein paar Anpassungen sieht es wie folgt aus. Also bleibt dran! Also wie bereits gesagt, werde ich euch heute etwas über Otto von Freising erzählen. Beginnen werde ich mit seiner Lebensgeschichte und wer er überhaupt ist. Und danach werde ich kurz auf das mittelalterliche Geschichtsbild eingehen. Anschließend werde ich auf seine Einstellung bzw. Theorien und Ideen eingehen, die er in seiner Chronik mit dem Titel Historia de Duabus Civitatibus aufgeschrieben hat. Das bedeutet so viel wie Geschichte der zwei Staaten, und darum soll es heute auch gehen. Und dann starten wir mit dem Leben von Otto. Ottos genaues Geburtsjahr ist unbekannt, wie so vieles andere in seinem Leben. Berechnet und geschätzt wird es auf etwa 1114 oder 1115. Seine Mutter ist Agnes, die Tochter von Kaiser Heinrich IV. Und sein Vater ist Leopold III. Wenn euch seine genaue Abstammung interessiert, dann könnt ihr sie im Internet nachschauen. Ich denke, dort findet ihr sicherlich das eine oder andere Foto. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass es sich wie bei vielen anderen Familien zu dieser Zeit um eine sehr verflochtene Familie handelt. Und zwar um eine, die auch einige wichtige Persönlichkeiten beinhaltet. Aber zurück zu Otto. Schon bei seiner Geburt stand fest, dass Otto später dem geistlichen Stand angehören würde. Und so wurde er schon als Kind Propst in einem Stift, was sein Vater gestiftet hatte. Nur zur Info, ein Propst ist sowas wie der Vorsteher des Stifts. Durch das so erhaltene Einkommen konnten später seine Studienaufenthalte in Frankreich finanziert werden. Welche Schulen er dort genau besucht hat, können wir nicht mehr sagen. Es liegt aber nahe, dass er berühmte Schulen zur theologischen und philosophischen Bildung besucht hat. Er hatte dort vermutlich verschiedene Lehrer, die ihn und sein Weltbild stark prägten. Einer war wohl der Theologe Hugo. Er lehrte dort in der Zeit, in der Otto dort war, der die Methode des Symbolismus in der geschichtlichen Deutung nutzte. Der Symbolismus fragt nach dem Sinn und der Bedeutung des Geschehenen, um dieses dann einordnen zu können. Wie lange Otto in Frankreich war, ist nicht bekannt. Lediglich, dass er ca. 1133 im Alter von etwa 20 Jahren wieder auf den Heimweg war. Den Heimweg trat er mit einigen Gefährten an. Und da Reisen damals etwas länger dauerten, mussten sie auch Pausen einlegen und eine machten sie im Zisterzienserkloster in Morimund. Während des Aufenthaltes entschied die Gruppe, auch Otto, dazu, Teil des Klosters zu werden. So wurde Otto ein Zisterziensermönch. Etwa 5 Jahre lang war er Mönch in Morimund. Dann, 1137, wurde er Abt des Klosters und nur kurze Zeit später auch Bischof von Freising. Über seine Zeit als Mönch und Abt wissen wir fast nichts, da es kaum Überlieferungen aus dieser Zeit gibt. Als Otto das Bischofsamt antrat, erhielt er die Regalien von seinem Bruder König Konrad III., dem er in den folgenden Jahren auch gegen die Welfen zur Seite stand. Sein Lebenswerk Historia de Duabus Civitatibus, im Folgenden werde ich es aber nur Chronik nennen, begann er 1143 zu schreiben und schloss den ersten Entwurf 1146 ab, also bevor er mit seinem Bruder Konrad III. Nach Byzanz und weiter nach Jerusalem zog. Da der Entwurf seiner Chronik also bereits vor dem Kreuzzug fertig war, hat der Kreuzzug auf den Text der Chronik einen eher geringen Einfluss gehabt. Nach dem Tod Konrads wurde Friedrich Barbarossa König und Otto kündigte ihm 1157 an, Barbarossas Taten aufzuschreiben. So entstand ein zweites wichtiges Werk Ottos. Jedoch konnte er es nicht mehr beenden. Denn als er auf einer Reise im Kloster Morimund eine Pause einlegte, erkrankte er und starb am 22. September 1158. Und dort in Morimund wurde er auch begraben. Das war auch schon Ottos Lebensgeschichte. Kommen wir zum mittelalterlichen Geschichtsbild. Aber kurz vorweg, seine Chronik besteht aus 8 Büchern. In den Büchern 1 bis 5 schreibt er über die Zeit von Adam bis zu den Karolingern. Im 6. und 7. Buch schreibt er über das Ende der Karolingerzeit bis hin zum Investiturstreit und seiner Gegenwart. Und im 8. Buch beschreibt er die Zukunft, also die Ankunft des Antichristes, den Verlauf des Endgerichtes
und die Entstehung des Gottesstaates. Aber zum Gottesstaat kommen wir später auch noch einmal. Das mittelalterliche Geschichtsdenken beinhaltet unter anderem die Idee, dass die ganze Welt, die Menschheit und alle Schauplätze im Zusammenhang stehen, wobei manchen Geschehnissen oder Bevölkerungsgruppen besondere Aufmerksamkeit zuteil wird, insbesondere den christlichen Staaten. Diese Universalität geht mit einer Überschaubarkeit der Welt einher, was bedeutet, dass sowohl Vergangenheit und Zukunft zumindest in groben Zügen bekannt sind. Deshalb gehört für Otto das 8. Buch der Chronik selbstverständlich zur Geschichte mit dazu. Außerdem ist die Geschichte im Mittelalter oft eng mit der Heilsgeschichte verbunden, was bedeutet, dass Geschichte endlich, einmalig und nicht wiederholbar ist und letztendlich auf das Heil zusteuert. Demnach gilt der Mensch auch in erster Linie als Gottes Werkzeug. Diese Gedanken tauchen auch in Ottos Chronik auf, genauso wie das dualistische Prinzip bzw. sein Civitas-Modell, wozu wir jetzt kommen. Dieses Modell geht davon aus, dass es zwei Civitates, also zwei Staaten oder Reiche gibt, die vom Anfang bis zum Ende existieren. Sie nennen sich Civitas Dei und Civitas Terrena. Es handelt sich also um einen himmlischen oder göttlichen Staat und der andere ist ein irdischer Staat. Sie sind miteinander verbunden und folgen dem gleichen Weg, aber zugleich sind sie komplett verschieden. Das ist etwas kompliziert, aber ich habe dazu eine Skizze gemacht, die ich euch am Ende noch zeigen werde. Beide Staaten lassen sich in drei Zustände oder Perioden teilen, die komplett gegensätzlich sind. Und die werde ich euch jetzt vorstellen. Beginnen möchte ich mit Civitas Terrena. Den ersten Abschnitt, die Zeit vor der Gnade, also vor Christi Erscheinen, beschreibt Otto als elend. Der zweite Abschnitt beginnt mit dem Erscheinen Christi und damit beginnt auch ein sichtbarer Abstieg. Und dieser Abschnitt wird als noch elender beschrieben als der vorherige. Und im dritten Abschnitt, dem elendsten Abschnitt überhaupt, endet alles. Otto macht das am Beispiel Alexanders des Großen fest, der viele Gebiete erobert hat und vor dem viele Angst hatten und mit dessen Tod auch sein Reich unterging. Diesen Verlauf sieht Otto immer wieder in der Geschichte, zum Beispiel auch im Römischen Reich, was er in seiner Zeit für schwach und vom Untergang bedroht sieht. Somit ist Civitas Terrena real beobachtbar. Demgegenüber steht Civitas Dei. Auch sie besteht aus drei Abschnitten, die ebenfalls real beobachtbar sind. Und als kleine Info am Rande, der Staat oder das Reich wird im diesseitigen und jenseitigen Zustand immer Ecclesia genannt. Aber das ist hier nicht ganz so wichtig. Die Abschnitte des Gottesstaates führen sozusagen zum Heil bzw. zu einer vollkommenen Situation nach dem irdischen Leben. Aber lasst uns am Anfang beginnen. Die erste Phase. Diese beginnt mit dem Anfang der Welt und geht bis zu Kaiser Konstantin, weil von da an der Gottesstaat nicht mehr unter heidnischen Herrschern existiert und christliche Staaten entstehen. Zu den ersten Bürgern dieses Staates gehören zum Beispiel Abel und Noah, später die Israeliten bzw. das auserwählte Volk. Aber generell gilt, Bürger dieses Staates finden sich in der gesamten Weltgeschichte wieder. Die zweite Phase reicht von Kaiser Konstantin bis zum Ende der Zeit. In diesem Abschnitt wohnen Gut und Böse zusammen im Gottesstaat und der Gottesstaat steigt auf und breitet sich aus. Otto nennt diesen Abschnitt Civitas Permixta. Die dritte Phase beginnt nach dem jüngsten Gericht und in der Folge wird es dann nur noch ein reines und gutes Volk geben und ewiges Heil. Otto schreibt, dass er die Vorboten dieser dritten Phase sehe und benennt dabei den Investiturstreit. Er selbst ordnet sich also in das Ende von Civitas Permixtum ein. Diese beiden Staaten existieren laut Otto parallel zueinander und beeinflussen sich mal mehr und mal weniger. Und dazu habe ich die folgende Skizze gemacht. Ich hoffe, dass sie verständlich ist. Zunächst steht die Civitas Terrena im Vordergrund. Dann noch überlagern die ersten beiden Abschnitte des Civitas Dei den irdischen Staat. Aber sobald die zweite Phase des Civitas Dei sich seinem Ende neigt, tritt auch das Civitas Terrena wieder verstärkt auf und sorgt nach dem Höhepunkt wieder verstärkt für negative Erschütterungen, bis alles im jüngsten Gericht endet und nur das reine gute Volk übrig bleibt und im ewigen Heil weiterlebt. Ja, und das war auch schon mein Referat über Otto. Als Quelle hatte ich ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters,
die Freiherr von Stein Gedächtnisausgabe, Band 16, Chronik oder die Geschichte der zwei Staaten aus dem Jahr 1961. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Like. Tschüss und bis zum nächsten Mal.